Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf 7DCG. Ich danke mal allen Zuschauern fürs Reinschauen und fürs Abonnieren und Liken und dergleichen. Ja, wie immer, die Brücke ist fertig. Wir werden die mal gleich aufstellen. Das heißt, hier werden wir ganz kurz nach unten gehen. Dann bauen wir hier noch gleich mal eine nächste Tür, da die andere ausgefallen ist. Das heißt, das werden wir hier gleich mal starten. Und zwar die Grundlagen. Tresortür. Da brauchen wir Stahl, Schraubenfedern und mechanische Teile. Also 12 Stahl und dann 2, 4. Also Stahl haben wir hier. Dann mechanische Teile. Und glaube ich 4. Und 4. So, Federn waren 2. Ah. 2. 2. 4 und 12. 12. Wir zurücklegen. Dann machen wir die Tür auf fertig und dann ist das immer abgesichert, ne? Und dann müssen wir unten die Betonwand aufwerten. So. Und die Tür ist zwar gut, aber nicht so gut wie die andere Tür. Jetzt finde ich wieder die Stahltür nicht, das sieht so gar nicht. Da, Tresortür. Fertig. Das dauert auch wieder eine Zeit lang, aber okay, das kann auch dauern. Wir bauen jetzt mal die Brücke auf. Dazu gehen wir runter. Waffe in der Hand, man weiß ja nie. So, guck, ja. Da geht's raus. Gerade hier Besuch gehabt und dann haben sie mir überall hier schon mal eingerissen. Ne? Das ist typisch. Die suchen sich immer den schwächsten Weg. Also den, naja gut. Zwar muss jetzt ja logischerweise von Puh. Das ist eine gute Frage, ne? Also soll ja Prinzip, wenn ich rausgehe, oben sein und zwar auf meiner Seite und nicht umgekehrt, ne? Das heißt, die müsste jetzt hier da drüben, muss ich mal schauen, das ist jetzt die. Muss ich mal schauen, dass ich hier Dinge aufgebaut kriege. Das sieht mir bald so aus, wenn ich noch ein bisschen breiter machen muss. Das werden wir auch tun. Ja, der. Ups. Ja, die sind böse Falle hier. Gehen wir hier auf diese Höhe. Ja, ein bisschen. Ich muss ein bisschen bauen, nützt ja alle nichts, ne? Also. Das soll ja mal irgendwann mal abgesichert sein, ne? Wir nehmen mal davon weg. Weil aktuell ist ja so, der Eingang ist ja nicht sicher. Und wenn jetzt die Zombies hier kommen, möchte das im Grunde Thank you.
So wäre. Irgendwas stört hier noch gewaltig. Und weiß ich was. Ach, der Balkon stört. Dann müssen wir weiter raus, ne? Na, den nicht. Sehr schlecht. Weg. So. Wahrscheinlich immer noch einen weiteren nehmen müssen. Dann gehen wir halt da vorne was Stückchen raus. Balkon nehmen wir nicht weg. Na. Das passt noch nicht. Weil diese Beton-Stone-Dinger hier werden wir nicht aufwerten. Zu Beton. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Dann soll es auch halten. Und damit wir nicht einstürzen, bauen wir hier unten eine Reihe hin. Denn es könnte natürlich sein, dass wir noch nicht hinkommen. Aber wir müssen sehen. Ah, geht auch nicht. Nee, das nicht. Dann bauen wir noch schnell ein paar Steine. Und später werden wir das aufwerten zu Beton. So. Gut. Müssen wir halt näher entsprechend hier den ganzen Spaß entsprechend anpassen. Denn ich brauche ja eine gewisse Grad Sicherheit. Ja, irgendwie. Irgendwas fehlt gewaltig, weiß nicht was. Da wird's passen. Okay, nicht breit genug. Ja, irgendwas hinkriegen. Wie gesagt, zur Not wird halt das andere angepasst. Will nicht. Irgendwas sagt er mir, will nicht, geht nicht. Oh, mir vorne wegnehmen. Das war jetzt immer schade erstmal, ne? Aber das soll nur mal passen jetzt, ne? Wie gesagt, dann passen wir nachher hinterher mit unseren anderen Maßnahmen ein. Und dann ist gut. Ja,
Also jetzt schnell hier, Raum reißt halt weg. Und aufgebaut ist auch schnell. Das war die eh. Wir können den Moped nämlich ins Haus reinfahren. Wir sind vor Zombies sicher, ne? Auf wir gehen vor. Ja, das sind ein paar Folgen mit Bauen und so. Und das ist nochmal so, ne? Aber was soll ich machen? Ist halt. Ups, weg ist das Ding. So. So, ich fahre auch weg. Macht nichts. Steine wegnehmen hier. Jetzt habe ich schon dunkel. Tank leer. Ich habe zum Glück noch kein Beton, ne? Und das werden wir auch nicht schlimm. Denn wir haben ein Erdbohrer kein Problem. Dauert man länger wie jetzt Steine oder so, aber. Geht halt, ne? Muss repariert werden. Ja, genau. Schau mal, ob jetzt gehen würde. Ne, was fehlt da noch? Da wird's gehen. Yeah. Das ist gut. Jetzt sind wir gleich hier vorne. Beton machen. Und zwar das ist ein Erfolg. Unsere Nagelmaschine, die soll ja gut sein, ne? Denn soll ja nicht an der Halterung hier liegen, dass sie wieder einstürzt, ne? Nebenbei wird unsere Tür nachgebaut oben, ne, für die Tresortür. Aber, na gut, okay, die werden wir einbauen. Also, der Kram ist ja nicht 100% sicher, ne. Gut, jetzt können wir hier zu. Ach, deswegen. Das Geländer war ja auch noch dran. Ach so. Denn, ja. Machen wir hier noch ein bisschen dorthin. Und zwar in die Breite. Gut, das können wir so lassen. Hol ich lieber hier im Prinzip. Bisschen Schutz habe. In Anführungszeichen. Weil ich nämlich so ein Profi bin und laufe ganz gerne selber in meine eigenen Konstruktionen rein. Ne? Da. Das soll ja auch stabil sein, ne? Koppelstone fehlt.
Haben wir noch Material für Cobblestone, für Pflastersteine. Red ich auch schon Englisch hier. Ja, normal. Muss ja nicht sein. So eine schöne Sprache, die deutsche Sprache. Gut. Ja, so ist es schön. Das ist gut, ne? Oh ja, genau, die kann man noch machen hier. Oh, sehr schön. So, Mann, Bohrer. Nehmen wir gleich weg hier. Brauchen eben Steine, ein bisschen Lehm. Lehm haben wir eh genug, aber Steine haben wir nicht genug. Ich werde mal irgendwann mal jetzt mal wieder mal ein bisschen Steine fördern, ne? Aber Nacht. Der Junge ist durstig. Das heißt, wir werden irgendwann wieder mal in die Wüste fahren müssen. Aber keine Sorge, so bald nicht. Meine größte Sorge ist ja Munition, ne? So, Fahrrad nehmen wir rein. Ups. Tor so schmal. Achso, ich muss meine Maus lenken, das stimmt ja. Ja, das ist schon mal nicht schwierig. So. Das ist 6. So, das ist mal zugemacht, ne? Auch wenn es nur provisorisch ist. Denk, wo machen die so einen Lärm, ne? Schon im Haus, die Brüder. Gut, hier oben. Wäre ein bisschen, ne? Wäre das ein bisschen schwieriger für die Zombies, ne? Also hier werden sie schon, ja, mehr kratzen müssen, ne? Ja, Zement läuft durch, das ist gut. Ist durch. Dann schauen wir nach Cobblestone hier, nach Pflastersteine. Müsst ihr ein paar haben. Ansonsten Steine. Lehm. Nehmen wir raus. Platz sparen. Da hätte ich noch welche. Ich muss mal wieder aufräumen, also ich bin ja nicht wissen, sondern ein bisschen Chaos pur. So, da haben wir noch Lehm. Steine. Also Pflastersteine habe ich keine mehr. Dann machen wir ein bisschen Steine da, also ja, Steine, genau. Kohle für Schießpulver, Nitrat, bitten, sortieren, so, Rohre, Eisenpicke, brauchen wir nicht mehr. Unsere Tür, Tresortür, dann brauchen wir noch Stahl zum Aufwerten her, ne? Und da nicht rausgehen. Da geht's raus. Dann nehmen wir hier weg, ne? Irritiert.
Denn die sollen mir ja nicht. Ja, genau. Gleich mal herstellen. Dauert ja eine Weile. So, kurz überlegen. Hier müssten wir eigentlich ein Geländer hinbauen. Aber gut. So, die 5. Ne, 6. So. Ja, dann baue ich sie so an, ne? Innen drin kann sie ja. Die hält ja im Grunde nur. Gut. Aufwerten. Super. So, unten noch aufwerten, ne? Das ist ja ganz wichtig. Dann hierauf ruht unsere Konstruktion. Das soll doch nicht an einfachen Dingen scheitern, ne? Wie an Stein. Mist. So, nehmen wir auf. Und dann werden wir hier mal schauen. Hier kann man noch etliches aufwerten, aber das ist noch aktuell nicht notwendig. Und hier wollte ich eigentlich noch Betonwand vorziehen und die Ecke hier, die Ecke komplett wegnehmen und Beton. So wie hier im Prinzip. Nur, dass ich das da weil hier ist eine Schwachstelle, da können sie noch rüber, ne? Müsste ich da mich aufstellen, ein paar Fallen. Zwar hab ja ein paar, ne? Und zwar, das ist auch die nehmen wir oben hin, weil muss die ein bisschen aufhalten, die Jungs, ne? Also die kommen ja hier an und die wollen ja nichts Gutes, ne? Die bringen ja nichts, keine Blumen, nichts bringen sie mit. Die wollen nur in den Arm nehmen und ein bisschen erwürgen am liebsten. Ja, die mysteriöse Krankheit. Bleibt mal so ganz vorsichtig. So. Wir werden überall ein bisschen jetzt die Dinger aufrichten oder anbauen. Ja, hier müssen wir sehen, dass wir das anders hinkriegen. Müssten wir ein paar Dinge herstellen, ist besser. Weil die hätten wir noch ein bisschen aufwerten, das geht so nicht, da können sie reinlaufen. Ach, unsere liebe Nachbarin kommt von da hinten schon. So, ganz still halten. Ja, nachladen. Halt doch mal still. So, die zuckt nicht mehr. Denn die machen wir alles kaputt. So gut. Hier wollte ich noch was bauen. Und hier auch. Ich muss mal draußen schauen, im anderen Bereich, ob ich da noch was machen muss. Die Olle sich näher rein und ich wundere mich, wo die Schreierei kommt hier. Ja, ja, genau. Da
Was gibt's denn da zu holen? So, hier ist eigentlich ganz gut. Nur noch reparieren. Reparieren und einen Aufstand. Mal gucken mal. 6. Also 3 Reihen ist das Minimum. Also wer meint, er kommt weniger aus, wird bald feststellen, dass die nachts oder beziehungsweise in der Hornernacht kräftig rütteln, sag mal so, ne? Und das kann mächtig, wenn sie hier reinkommen, gibt's Probleme. Hat er schon wieder aufgewertet und Stahl. Das sollte er gar nicht, aber mal gut egal. Mal sehen, dass wir hier 3 noch reinkriegen. Wenn er brauchen wir keine. So, da noch ein bisschen. Oh, hier müssen wir auch tun. Hier noch eine dritte Reihe fehlt schon wieder. Da hat man einen Tee. Oh, ein Vogelnest. Da gibt mal Eier, mal ein bisschen Abwechslung reinkriegen hier in unser Speiseplan, ne? Aber nein. So, heute haben wir Tag Nummer 54. Müssen wir schauen, ne? Also heute Nacht, keine Ahnung. Also wird irgendwann kommen. Ich glaube 57 oder so. Schule vergessen. Aber im Grunde ist die Basis steht eigentlich schon, aber was noch ein bisschen hakt, ist die Munition. Aber da hakt es ja immer, ne? Leider. Leider. Zombies sollen ja eigentlich von einem Ende kommen, ne? wo das Stück ist, ne? Die Brücke, ne? So, und hier wollte ich was bauen. Sollte jetzt soweit fertig sein. Nehmen wir an, ne? Nehmen wir an. Oh. Hab nur gedacht. Hier wäre ja wohl nicht so tragisch. Hauptsache, das ist zu. Erdbohrer, das ist eine Pistole.
Also Leben, ne? Gibt's reichlich. Denn das soll ja im Prinzip so sein, dass sie mich jetzt nicht erreichen können, ne? Deswegen muss ich hier das so gestalten, dass sie, wenn die Brücke oben ist, nicht ranhüpfen können, ne? Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Brücke hier auch wehtut, wenn sie in den Kopf fällt. Aber mit Funksteuerung hast du gut, ne? Gut, das sieht ganz gut. Machen wir hier dann mal einen weg. Das wird dann reichen. Und hier haben wir entsprechend unsere Aufstellung. Wieso haben wir jetzt keinen dritten? Ein Steinblock. Plattenblock. Ach, da haben wir den Rest. Wenn wir ja einen sauberen Zugang haben, ne? Und diese Nacharbeiten hier. Gut. Oh, so liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Nicht, wenn es zu lang wird. Dann seid mal tschüss und winke. Ja, wir sehen uns bald wieder, sobald es interessant wird. Ich denke mal, heute Nacht werde ich mal fleißig in den Bergbau gehen, Steine und Erz holen. Und dann sehen wir weiter, wenn es weitergeht, ne? Okay, tschüss.